sehe da auch direkt was ganz schön Spannendes. Und das ist das Deck von Joshua Schmidt. Wir erinnern uns zurück, ein paar Jahre, seien es 7, seien es 8. Paläozoisch. Oh, Morgenite wird aktiviert und er verzieht keine Miene dabei. Es wird einfach Morgenite aktiviert und wir machen es den klassischen Weg. Wir setzen ein paar Karten in unsere Zauber- und Fallenkartenzone. Dieser Mann hat eine YCS mit 60 Karten Paläo gewonnen, damals in Prag. Und er will heute auch die German Open mit Paläozoisch gewinnen. Basti, ich meine, du hast gesagt, dieser Mann verzieht keine Miene, aber er hat schon ein bisschen die Miene. Das ist auf jeden Fall... Und da wird jetzt auch das Deck auf der anderen Seite offenbart. Dominik nämlich mit Voiceless Voice. Es ist aber schon mal zu erwähnen, dass dort auf jeden Fall auch noch eine weitere Engine in dem Deck mit sich versteckt. Aber wir warten mal, bis sie aktiviert wird. Und wir können natürlich, dadurch, dass das eine permanente Zauberkarte ist, sofort dort unsere erste Paläozoisch-Karte darauf unchainen. Ja, das ist Olenoides. Das ist in der Tat Olenoides. Und die fungiert jetzt in dem Moment dann sozusagen als ein mystischer Raumtaifun, wenn man so möchte. Ja. Aber als Fallenkarte, als Ressource im Friedhof dann auch gleich, was natürlich sehr, 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 sehr stark ist. Eben, das macht das Deck nämlich extrem gut. Alle Fallenkarten, die du aktivierst, alle mit paläozoischem Namen, die haben noch den Effekt, dass wenn du eine Falle aktivierst, die sich direkt daran anketten können und tatsächlich dann sofort als Level 2 Monster Aqua aufs Spielfeld beschworen werden. Wir wissen, was mit Level 2 Aqua Monster passieren kann. Das ist in der Tat korrekt. Jetzt suchen wir uns den Skull Guardian auf die Hand. Also wir hatten trotzdem einen Weg, jetzt hier noch weiter zu spielen, obwohl dort gerade unsere Barrier negiert wurde. Genau. Das ist nicht das Ende der Welt. Und wir haben sogar noch den Pot of Prosperity, den Topf der Wohlständigkeit. Da wird das Deck jetzt nochmal gegriffen von Dominik und gemischt, bevor wir die obersten wahrscheinlich 6 Karten. Ich würde auch davon ausgehen, ja. Ja, noch sind es 3, 4. Okay. Oh, ja, okay. Ja, okay. Wir sind drüber. Es ist wirklich wunderschön. Ich meine, ich habe es ja gerade Ihnen auch schon bei der Einleitung natürlich als Weltmeister im Master Duel Spiel angekündigt. Ich habe das Gefühl, der Mann geht jetzt so Regionals irgendwie sehr viel lockerer an. Da sagt er sich auch so, ey, dann spielen wir halt heute mal Paläozoisch. Ich meine, er hat es natürlich jetzt von langer Hand geplant, dass er dieses Deck hier heute spielt. Aber er ist jetzt nicht so, dass er sagt, ich muss dieses Turnier heute unbedingt gewinnen. Er sagt sich lieber, hey, ich spiele das Deck, wo ich mir vorstelle, dass es richtig, richtig viel Spaß sein könnte. Und ich glaube, diesen Spaß wird er hier heute haben. Und sind wir mal ehrlich, solange er der Pilot eines Decks Joshua Schmidt heißt, kann er auch genauso gut das ganze Turnier gewinnen, mit was auch immer für einem Deck. Eben, überleg mal, was du auf Regionals und Opens und YCSs für einen lustigen Kram spielen kannst, wenn du für die Weltmeisterschaft sowieso schon qualifiziert bist. Ganz genauso. Und ich meine, wir sprechen über seine Errungenschaften in Master Duel, aber lass uns nicht vergessen, er ist auch amtierender YCS-Champion. Er hat die YCS in Bologna gewonnen, auch gewissermaßen mit einem seiner Lieblingsdecks. Da hat er einfach als einziger Spieler im Top Card bisher Runic gespielt. Und jetzt hier heute ist es eben das Paläozoisch-Deck, was er mitgebracht hat. Ja, und da möchte ich einfach nochmal ganz kurz erwähnen, vor allem weil wir hier auf dem deutschen Channel sind, bisher alle YCS in dieser Season von Deutschen gewonnen. Das ist korrekt, ja. Da kann man stolz drauf sein, auf jeden Fall. Da kommt auch schon Loh, das Herz und die Seele des Voiceless Voice Decks. Ja, und man muss sagen, ja, da wird relativ schnell wohl Olenoides aktiviert, aber seitdem lässt Joshua ihn gewähren. Er lässt ihn machen und ich frage mich, wie lange das gut gehen kann. Die Frage ist, ob Joshua da gerade seine Entscheidung, die er bisher getroffen hat, um auf dieses Turnier ein paar Mal zurückzufahren, nicht bereuen sollte in diesem Moment. Das Deck ist jetzt nicht umsonst nirgends. Okay, ja. Gut zusammengehört. Oh. Ah, wir haben nochmal kurz geguckt, angetäuscht und entscheiden uns dann aber scheinbar für die, ich vermute mal, Fallenkarte. Ja, allerdings, das ist eine Fallenkarte. Das ist Paläozoisch Dynamiscus. Wir sind auch sowas von in der Engine jetzt drin. Ja. Und ich verrate euch was. Man könnte jetzt auch Olenoides anketten. Es passieren hier so viele Sachen auf einmal. Es ist absolut verrückt. Loh wird direkt verbannt. Die zweite Zeitdieb, Morganite, ich kenne nur den englischen Namen, Time Thief Morganite, wird da abgeworfen. Man braucht keine zwei. Und wir haben nur noch 2 Karten auf der Seite von Joshua. Ehrlich und ich meine, dadurch, dass er im ersten Zug diesen Morganite aktiviert hat, ist ja auch gleich offensichtlich, was die Strategie ist. Du versuchst das Spiel lang hinzuziehen, du versuchst einen guten Grind zu bekommen. Du darfst jetzt in jedem Zug 2 Karten ziehen statt nur einer. Das ist einfach der Effekt für den Rest des Duells, den du dadurch bekommst. Und dementsprechend ist natürlich, umso länger das Spiel geht,
umso besser sind die Wahrscheinlichkeiten für Joshua, das Spiel dann auch zu gewinnen am Ende. Du bist jetzt einfach der bessere Yu-Gi-Oh!-Spieler. Du hast einfach die doppelte Draw-Phase. Ja, es ist jede Draw-Phase ein Herz der Karten-Moment einfach, dass du vielleicht doppelt das Ganze auskosten darfst. So, und also Dominik ist jetzt auch gerade in einem komplett anderen Film. Ja? Also der sieht da Runde 2 German Open. Wir spielen gegen Joshua, schon mit erster Runde gewonnen. Meine Güte, was kommt da auf mich zu? Und dann setzt dein Gegner 3, aktiviert Times of Morganite und du denkst dir, wo bin ich denn hier gelandet? In mein Teil. Ganz genau so ist es. Vor allem, wenn der Gegner anfängt mit Morganite, da würden mir immer schon die Knie schlottern, dass es vielleicht irgendeine Stun-Strategie ist. Ja. Aber in dem Fall ist das nicht. Aber trotzdem hat er sich für die Karte entschieden. Und die Karte, die Dominik jetzt beschwört, ist die quasi neue Auflage, möchte ich sagen, von Sauravis. Das ist nämlich der Dragon Sage of the Voices Voice, Sauravis. Und der findet jetzt hier seinen Weg aufs Feld. Und der hat 2600 Angriffspunkte. Das heißt, weil ich meine, bis jetzt hat Joshua zwar dort ein paläsoisches Monster auf dem Feld, aber abgesehen davon ist sein Feld gerade relativ anfällig für einfach direkte Angriffe, ehrlich gesagt, relativ schnell. Sein Feld ist gerade relativ anfällig für ziemlich alles, würde ich fast behaupten. Exakt. Da liegt nämlich nur ein Vanilla, und also ein normales Monster, wird auch vom Skull Guardian einfach angegriffen. Das heißt, wir haben den Ulneudis beschworen, ohne einen konkreten Plan dafür zu haben, was wir denn damit anfangen. Das ist etwas, was man im Paläozoisch-Deck teilweise machen muss, weil wenn du es einfach nicht beschwörst, dann passiert auch nichts. Ja, entschuldige mich, der Plan war zu überleben, diesen Zug. Ja. Und das hat er jetzt hier erfolgreich geschafft. Da muss man erstmal gucken, wie man weitermacht. Wir haben nämlich jetzt immer noch nur 3 Karten, trotz der doppelten Draw-Phase. Sind wir da trotzdem jetzt nicht in der absolut goldenen Position. Man sollte meinen, wenn man Morganite durchgebracht hat und dann noch einen Turn bekommt, dann sieht es immer gut aus. Aber wir setzen einfach weitere 2 Karten und das ist das Paleozoic Gaming, was ich erwartet habe. Der Mann ist entspannt, sagt, diese 2 fallen Karten werden mich auch durch den nächsten Zug bringen. Und jetzt ist es wieder an Dominik, der eben schon Schaden anrichten konnte an den Lebenspunkten von Joshua. Und dementsprechend sind seine Lebenspunkte hier schon, also die Lebenspunkte von Joshua sind in dem Fall schon dezimiert. Und er muss jetzt hier erstmal schauen, ob er diesen Zug überstehen kann. Er hat 2 neue Fallenkarten, die er dort hinzufügen konnte zu seiner Zauber- und Fallenkartenzone. Und das sieht mir aus nach weiteren paläozoischen Monstern da. Ja, Joshua bei 5400 Lebenspunkten in der Tat. Und schau dir das Kanadier an. Kanadier wird jetzt hier, ich weiß nicht, ob wir schon in der Battle Phase sind. Du, ich kann es dir auch nicht sagen. Jetzt wird aber der Effekt von Sauravis auf jeden Fall angekettet auf Kanadier. Und das ist wirklich sehr, sehr clever aus vielen Gründen, denn das bedeutet natürlich nicht nur, dass der Effekt resolved, sondern auch, das bedeutet, dass keine Fallenkarte, keine paläozoische Karte im Friedhof angekettet werden kann. Und wir haben gerade gesagt, die Neuauflage von Sauravis, der alte Sauravis, der OG. OG, aber auch unglaublich gute Sauravis, ja, kommt jetzt hier aufs Feld. Und das ist die eine, die man immer einmal gespielt hat. Das ist Leancolia, oder? Ist das nicht Leancolia? Das könnte Leancolia sein, genau. Die ist nämlich ein Burial from a Different Dimension für die Spieler von ganz früher. Für die Time Wizard Spieler. Die legt jetzt bis zu 3 Karten, die verbannt sind, zurück in den Friedhof des Spielers. Wir schauen gerade nochmal ganz genau. Schauen uns das nochmal an. Es ist Leancolia. Es ist Leancolia. Guck mal. Und wir können diesmal zumindest erfolgreich unsere Kanadier aus dem Friedhof anketten. Das heißt, wir haben jetzt keine Karten mehr. Der Mann, der schon so groß ist in der Yu-Gi-Oh!-Szene, steigt jetzt auf zu seiner wahren Größe, jetzt hier in dem Fall, zu his Full Height. Oh Mann, ich liebe es, Leute, schnallt euch an, der Wildwirt ritt auf den... Der Wildwirt ritt, ey, jetzt geht's aber komplett los bei mir, wirklich. Der Ritt wird wild, den wir jetzt hier loslegen. Rise of to Full Height sagt jetzt, dass kein Monster mehr durch Kampf zerstört werden kann, oder? Gerade auch, und also neben anderen Effekten, muss man die Karte nochmal durchlesen. Ich glaube, er kann einfach deine Monster nicht angreifen, oder? Ja. Das nicht, das ist der Catch. Er kann nur ein Monster nicht angreifen. Er kann nur ein Monster nicht angreifen. Okay, fair enough. Okay, und jetzt ist natürlich die Frage, dass das Verrückte ist ja der... Normalerweise, wie Sauravis eigentlich in der Vergangenheit immer benutzt wurde, war weniger für den Feldeffekt, sondern vielmehr für den Handeffekt, dass du halt, wenn dein Gegner eine Karte bei dir targetet, ihn nutzen kannst, um das zu umgehen quasi. Aber der Feldeffekt ist halt auch unglaublich gut. Und das Verrückteste an der Angelegenheit ist, wenn er den Feldeffekt von dem Ritual Sauravis benutzt, geht er danach zurück auf die Hand, was komplett insane ist. Und ich möchte auch noch mal ganz kurz was korrigieren. Ich habe nämlich vorher gesagt,
Wer wäre ich, um das Deckbuilding eines Joshua Schmidt zu kritisieren? Aber wir müssen auch mal ganz kurz Props aussprechen. Natürlich haben wir jetzt hier so einen Yu-Gi-Oh! Superstar. Aber Dominik hat das komplett solide runtergespielt. Absolut. Und er musste nicht mal mehr seinem Gegner offenbaren, dass da nicht nur Voice-to-Voice-Karten in seinem Deck sind. Ich bin gespannt, ob wir das mal im nächsten Spiel jetzt hier sehen werden. Aber Joshua sagt, plus eins. Dieses Mal setze ich 4 Karten verdeckt. Und eine davon, oh, er fragt gleich in der Standby-Phase, ist eine davon vielleicht sowas wie ein antimagischer Duft? Sieht nicht so aus tatsächlich. Der würde hier aber auch tatsächlich ordentlich reinklatschen. Ich sehe da viel Grün in der Hand von Dominik. Dominik fängt erstmal mit Lo an. Und jetzt ist die Frage, ob wir da eine Kanadier draufschmeißen. Oh. Kann man Joshua Lo vielleicht verdecken? Ist das hier eine Option? Alles gut. Dann, ja, nein. Diesmal aktivieren wir sofort die Fallenkarte aus dem Deck. Das ist interessant. Da werde ich mich jetzt auch erstmal. Ich bin jetzt erstmal gespannt, was Joshua dagegen auch machen möchte. Die Sache ist, Dominik sagt, hey, du kannst hier Fallenkarten aktivieren. Ich kann das tatsächlich auch. Ich kann das ganz gut. Und das ist jetzt hier an der Stelle dann sofort Radiance of the Voiceless Voice. Und du kannst halt ein Lichtritualmonster oder eine Ritualzauberkarte von deiner Hand oder deinem Friedhof ins Deck mischen und dann einfach aus deinem Deck ein Voiceless Voice Monster auf die Hand nehmen oder es auch gleich spezial beschwören. Gute Option, oder? Ja. Das ist ziemlich gut. Und jetzt, wir haben jetzt tatsächlich auch noch die Barrier auf der Hand gehabt. Und weißt du, was das bedeutet? Lichtmonster sind untargetable. Aber da ist sofort Dynamiscus, ja. Um da direkt mal gar nicht was mit anzufangen. Und tatsächlich hat Radiance 2 Effekte. Der erste, den ich dir gerade schon gesagt habe, ziemlich eindrucksvoll. Der andere aber auch, du kannst Karten, die du kontrollierst, die dein Gegner kontrolliert, wählen bis zu der Anzahl an Voiceless-Voice-Monstern, nein, Entschuldigung, an Lichtritualmonstern, die du kontrollierst, und dann die Fallenkarte selbst, Radiance und so viele Karten beim Gegner zerstören. Das ist also wirklich beide Effekte wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Und jetzt, die üben natürlich gleich Druck aus auch. Wir suchen uns jetzt hier erstmal Saurabis. Und das finde ich halt auch sehr, sehr gut, weil der Saurabis in der Hand, ja. Wir entscheiden uns dafür, ihn auf die Hand zu suchen, ist halt gegen diese ganzen zielenden Paleozoic-Effekte tatsächlich ziemlich gut, muss man sagen. Und das ist der Grund, warum Leute Voiceless Voice überhaupt spielen. Ja, das Paleozoic-Matchup ist in fantastisch, der Tat. Falls du gegen Joshua Schmidt spielen solltest. Ja, er hat gehört, weil tatsächlich, es wurde ja auch groß angekündigt. Ich meine, er hat es nicht exakt beschrieben, aber ich glaube, gestern Abend hat er auf den sozialen Medien angekündigt, er hat ein Foto von seiner Deckbox mit dem absoluten König Backjack gepostet und gesagt, seid vorsichtig auf der German Open morgen, es können wilde Dinge passieren. Und das war natürlich auch der Anlass, warum wir ihn jetzt hier holen. Und da ist aber erstmal Fiend Griefing. Ja. Kummer des Untergangs, glaube ich. Des Unterweltlers. Ja, ist eine fantastische Karte. Und ich glaube, was Joshua sich in der Vorbereitung auf dieses Turnier gedacht hat, war, hey, damals, als das Zodiac, oh, die Aschenblüte und freudiger Frühling, ist natürlich eine absolute Hammerkarte hier. Oh, angehäufte, wie bitte? Die angehäufte Reichtümer. Da sollen jetzt wirklich die Reichtümer angehäuft werden. Und das ist doch, es ist Chaining 4, ne? Chaining 1 war die Falle auf Seiten von Dominik. Ja. Chaining 2 dann Kummer des Untergangs, Chaining 3 die Aschenblüte und Chaining 4 dann jetzt angehäufte Reichtümer, was ihn jetzt an der Stelle dann 2 Karten ziehen lässt, richtig? Ich glaube, Joshua hat einfach zu viel Time gesagt und hat sich dann gedacht, ey, weißt du, was cool wäre? Wenn ich on stream einfach mal 2 Karten damit ziehen will. Besserer Krug der Gier. Und genau das machen wir hier jetzt auch. Aber ich weiß immer noch nicht, wie gut das jetzt für Joshua aussieht, obwohl er jetzt diese unfassbar gute Karte aktiviert hat. Ja, weil das Problem ist ja immer noch existent, dass er einfach gerade nur ein Monster auf dem Feld hat und Dominik dabei ist, hier mehr und mehr Monster aufs Feld zu bringen. Da bin ich mir sicher. Es wurde sich jetzt dort gerade auch der Skull Guardian gesucht. Und die letzte Bastion, die da noch ist, wird jetzt hier von dem kosmischen Zyklon getroffen. Und das wäre natürlich eine wirklich gute letzte Bastion gewesen, wenn da viele Monster auf dem Feld wären. Aber jetzt muss die hier früh aktiviert werden. Dominik zahlt 1000 Lebenspunkte, diese sofort herauszunehmen. Und wir können jetzt natürlich aber zumindest dann auch noch Kanadier aufs Feld bringen, dadurch, dass wir sie an die Fallenkarte anketten können. Das stimmt, Kanadier wird dann auch direkt verdeckt. Wir haben jetzt 2 verdeckte Fallenkarten in der Monsterzone. Das sieht man auch nicht alle Tage, um ehrlich zu sein. Und ja, ich meine, Lo ist jetzt auch verdeckt. Also da sind nur noch 2 Handkarten auf Dominiks Seite. Kann er da durchspielen? Hätte er den Kosmoszyklon vielleicht früher aktivieren sollen? Vielleicht einfach mal blind einen Kosmoszyklon in die Backrow reinschalten. Aber wird Saphira jetzt aus dem Friedhof aktiviert. Und wir tributieren den Lo für den Skull Guardian. Genau so ist es.
Sky gerne Protector of the Voiceless Voice wurde beschworen und der ist natürlich ordentlich. Ja, der ist, das ist einfach eine unfassbar starke Karte. Also ich habe selten eine Karte gesehen, die wirklich dir die Engine bringt, dir Karten aus dem Deck sucht und dazu noch eine Interruption für den Gegner ist. Also Skull Guardian ist einfach unfassbar stark. Die Daruma Karma-Cannon ist natürlich auch banished, das ist richtig. Die sollte verbannt werden, da müssen wir uns gleich mal drum kümmern. Ob das so relevant ist, ist wieder eine andere Frage. Ich werde das mal dem Judge weitergeben. Okay, aber wieder Mission accomplished. Wir haben Karten gezogen in unserem gegnerischen Zug. Da ist er auch schon, alles gut. Die Daruma Cannon ist verbannt in der Situation. Und Joshua, dadurch, dass er jetzt Karten ziehen konnte und jetzt die Möglichkeit haben wird, einen weiteren Zug zu bekommen, glaube ich sogar in einer soliden Situation hier, ehrlich gesagt. Warte mal, hast du... Ja, hast bitte? Du gesagt, dass Josh in der Lage ist, zwei weitere Karten zu bekommen? Ich meine, er hat zwei Karten durch angehäufte Reichtümer gezogen. Ja, stimmt. Ja. Das war ja das, die schöne Kette, die da bis zu Kettenglied 4 hochgegangen ist. Oh. Jetzt geht's noch absolut weiter bei Dominik. Wir gehen nämlich in deiner Mondo. Deiner Mondo, in der Tat. Meiner ist nicht Mondo, deiner? Ha! Wow. Es ist so ein Tag also. Wir haben einen solchen Tag. Wunderbar. Boah, ich hoffe, den habt ihr gehört, wirklich. Okay, Dynamondo aktiviert seinen Effekt. Skull Guardian wird sofort rausbeschworen am Beginn vom Zug von Joshua. Wir bringen auch Lo zurück aufs Feld. Lo wird auch den Effekt aktivieren. Ja, wir sehen hier, Dominik sieht gerade wirklich unfassbar gut aus in diesem Game. Da wird die Barrier wieder aufs Spielfeld gebracht. Barrier schützt alle Lichtmonster vor Targeting-Effekts. Joshua... ist es nicht das Matchup, das er spielen möchte. Das ist korrekt, ja. Also ich vermute mal, dass die Idee hinter dem Ganzen war, dass das wahrscheinlich ganz solide ist gegen Snake-Eye-Decks, Snake-Eye-Fire-King-Decks und sowas. Ja. Und dementsprechend hat er sich das da als Ziel vorgenommen, gegen diese Decks zu spielen. Aber jetzt spielt er hier gegen Voices Voice direkt in Runde 2. Ja, ich wollte es vorhin schon mal sagen. Also das Zodiac-Feeling wiederbeleben quasi, als Zodiac sehr stark war, konnte man da ziemlich gut Paläozoik gegenspielen, weil diese kleinen Effekte wie Kanadier da wirklich nervig waren. Vielleicht haben wir einen ähnlichen Effekt gegen das Snake-Eye-Deck. Wir sind von den Zahlen, kommen wir ja schon fast an Zodiac ran, wenn wir uns mal ansehen, ja, was da in den ganzen Top-Cuts rumläuft. Könnte ganz cool sein. Allerdings ist, glaube ich, dieses Deck einfach der absolute Hardcut. Und dann noch jetzt die markierte mal Position. Gezeigt, was da noch drin ist in seinem Deck, was er alles so noch im Angebot hat. Bis hierhin hat er es noch gar nicht gebraucht, aber jetzt ist dann der Moment gekommen, dass die markierte Fusion gespielt wird und das zeigt eben, dass es ein Voices-Voice-Deck ist. Also ich finde, man sollte es trotzdem Voices-Voice einfach als Deck nennen, denn das Paket, das Verbannten, das markierten Paket ist sehr, sehr klein. Es ist im Prinzip nur... Richtig. Zwei Branded Fusion und die paar Karten, die du dafür noch hinzufügen musst, eben natürlich den Gefallenen von Albers. Aber im Grunde genommen haben wir auch bis hierhin gesehen, ist es ein Voices-Voice-Deck mit dann eben noch so ein paar Branded-Karten dazu. Genau, die können nämlich einfach, also das hat man ja schon seit Jahren jetzt gesagt, was man alles aus einer einzelnen markierten Fusion machen kann, ist absolut wahnsinnig. Aber Joshua Schmidt ist wieder dabei, Karten zu aktivieren. Oder auch nicht. Oder auch doch. Wieder deine Miskis. Aber haben wir diesmal zumindest eine gute Karte, die wir abwerfen können? Ist es endlich mal Zeit für den absoluten König Badcheck? Oh nein, es ist überhaupt nicht Zeit. Da ist nämlich der Sauravis, der sich einfach aktiviert. In der Tat. Eieieiei. Das kann Joshua Schmidt gar nicht schmecken. Damit ist das ganze Ding schon... Du musst... Also eigentlich ist es eine Upside. Du musst jetzt nichts discarden. Das ist nämlich durch einen Effekt. Aber wenn du den Backjack in der Hand halten solltest... Würdest du ihn wirklich gerne discarden, damit du deinen Gegner noch stoppen kannst in seinen Movements? Genau so ist es. Und ich vermute mal, ja, da wird jetzt Mirror Jade aufs Feld kommen. Und kann man jetzt mit Mirror Jade einfach verdeckte paläozoische Monster verbannen? Weil in dem Moment sind sie ja nicht unbetroffen von Monstereffekten, weil sie verbannt sind. Vermutlich geht das, ne? Richtig, ja, ich vermute, das geht. In der Tat, Joshua macht das auch sofort, weiß, dass das so ist. Wir gehen scheinbar in die Battle Phase. So interpretiere ich die Kommunikation zwischen den beiden Spielern hier. Und in diesem Game hat Joshua noch keinen Schaden genommen, wenn ich mich da recht... Ja, wir haben nur über ein paläozoisches Monster angegriffen. Genau, so. Das heißt, wir sind hier noch ganz, ganz entspannt auf der Seite von Joshua. Ich weiß gar nicht, wie nötig das war jetzt, den Paläozoik da tatsächlich zu verbannen. Wobei, Joshua hat ja schon so ein bisschen signalisiert, die einzigen Monster, die ich beschwöre, sind meine Fallenkarten und die können sonst nicht verbannt werden. Von daher mach's lieber jetzt als gar nicht. In der Tat. So, da ist jetzt dann eben auch der andere Sauravis wieder auf dem Feld.
Das sind dann schon mehr. Und das ist schon der Handschlag. Dominik hier.